Mom, jetzt wo Dad nicht zusieht. Oh, Martin, War das ein Flachmann? Flachmann? Sei nicht albern. Ich... Schon gut, Mom. Beherrsch dich einfach. Dein Vater hat recht. Ich bin wieder rückfällig. Aber es war so schwer. Dein Bruder und deine Schwester waren weg. Dein Vater wurde besessen von seinen Monitoren und verlor seinen Job und... Ich kümmere mich um den Flachmann. Dad muss nichts davon wissen. Oh je. Ach, danke, mein Liebling. Ich könnte es nicht ertragen, mit deinem Vater darüber zu sprechen. Nee, das ist doch kein Problem. Wir schnappen uns da einfach diesen Flachmann. Und da dann diese Zeitachse nervt. Meine Eltern streiten sich wieder, Mom trinkt. Als ob alles, was Doc und ich je getan haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen, umsonst war. Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, dann benutzen wir den doch einfach mal, oder? Den benutzen wir vorm Officer. Ja, dann schauen wir mal, was da passiert. Hände hoch, Bürger! Stillgestanden! Das wird nichts. Yes! Hoffentlich ist da Apfelsaft drin. Warum machen Sie es nicht auf und finden es heraus? Kommen Sie mir bloß nicht frech! Ich weiß, dass Sie ein Taugenicht sind, McFly. Officer Parker, was gibt es hier für ein Problem? Bürger McFly, Ma'am. Er trieb sich mit einem 181B-Verstoß in der Tasche hier herum. Sie, junger Bürger, woher haben Sie diesen Fusel? Nirgendwoher. Ist er etwa frech zu mir? Ja, mir gegenüber hat er sich auch so verhalten. Können wir den Vortrag nicht überspringen und die Sache hinter uns bringen? Au! Officer, geben Sie ihm ordentlich Strafpunkte. Was den Alkohol betrifft, ab damit in die Recyclingtonne. Mit Vergnügen, Ma'am. Nun, stecken Sie Ihre Nase nicht in irgendwelche Sachen, sonst bringe ich Sie zu Burger Brown. Brich ein paar Regeln. Freunde dich mit einem verstreunerten Hund an. Also, jetzt müssen wir gucken, wo dieser Hund ist. Eigentlich war der doch hier im Park. Also, bei der Überwachungskamera war der irgendwo hier. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch ran können. Hier ist auch wieder unsichtbare Wand, ja. Aber wo war dieser streunende Hund? Vielleicht hier? War doch hier nicht bei diesem Café. Jetzt schauen wir mal, geht's hier eigentlich weiter? Weil wenn ja, dann müsst ihr eigentlich... Ich meinte, dass es in Hill Valley schon lange keine Hunde mehr gäbe, aber ich bezweifle, dass sie alle Streuner erwischt haben. Hier, da wäre Disziplinaramt. Denken Sie stets an Ihr Namensschild. Damit scheint nicht nur jeder Bürger wie Ihr Nachbar und Freund, damit haben Sie auch Zutritt zu den drei Hauptzugangspunkten der Stadt. Hill Valley ist die erste vollständig abgeschottete Stadt des Landes. 1966 ersuchte Hill Valley um eine regional begrenzte Befreiung von der staatlichen Gesetzgebung. Unter Ausnutzung einer Gesetzeslücke konnte Hill Valley sich abschotten und sich zur Sonderzone mit besonderen Vorschriften für Geschäfts- und Wohnviertel erklären. Heute sind wir die sicherste und autonomste Stadt der Vereinigten Staaten. Okay. Also doch, Gesetzeslücke. Disziplinaramt. Das erinnert mich bloß an die Highschool. An die Highschool. Ja, wo könnte jetzt dieser eine Hund jetzt wiederum sein? Der war hier doch irgendwo. Der war im Gras. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und in
In der Gasse war der eigentlich auch nicht, also kann der bloß hier irgendwo sein. Also wo könnte dieser Hund sein? Der war jetzt nicht hier. Jetzt schauen wir mal. Ah, vielleicht hier da rechts rein dann. Schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Biff meinte, dass es in Hill Valley schon lange keine Hunde mehr gäbe, aber ich bezweifle, dass sie alle Streuner erwischt haben. Oh, hier hat man auch nochmal. Der ursprüngliche Uhrenturm war 1885 eingeweiht worden. Der Zeiger setzte sich am 5. September 1885 um 20 Uhr erstmals in Bewegung. Am 12. November 1955 schlug ein Blitz in den Uhrenturm ein und beschädigte das Uhrwerk irreparabel. 1976 wurde die beschädigte Uhr im Zuge des Innenstadtsanierungsprojektes ausgebaut und durch eine moderne Uhr ersetzt, die gleichzeitig das Fenster zum Bürgermeisterbüro ist. Sehen Sie hinauf. Vielleicht entdecken Sie hinter dem Glas eine Gestalt. Das ist der erste Bürger Brown, der darüber nachsinnt, wie er Ihnen die Zukunft verschönern kann. Alright, dann Hinweise. Wenn du den letzten Hund suchst, wirst du ihn mit etwas aus seinem Versteck locken müssen. Ah, ja. Es gibt nur einen Ort in der Stadt, der Nahrungsmittel jedweder Art führt. Ja, das ist deiner, oder? Spiel mit den Verkäufern, bring ihn Erfahrung, ob du ein Gratisprobe von etwas Leckeres für einen Hund zumindest bekommst. Okay, naja, und dieser Hund wird dann wahrscheinlich in diesen Müllhaufen dann sein. Okay. Vielleicht ist er diesmal ein bisschen freundlicher und hat ein paar Proben noch. Für mich. Oh, okay, was macht denn der da? Okay, okay. Willkommen bei Supmo, wo die Suppe einfach... Oh, du bist's. Hoffentlich ist es wichtig, McFly. Leech, war das Jennifer? Nun, A, geht dich das nichts an? Und B, ist sie ganz offensichtlich nicht mehr dein Mädchen. Ja. Okay, diese Zeitachse widert mich echt an. Du und Jennifer? Du und Jennifer? Wirklich? Oh, ist der kleine Nerd etwa eifersüchtig? Ja, schon. Und etwas angewidert. Das ist wahrscheinlich die Suppe. Besser, du behandelst Jen mit Respekt, Leech. Hey, ich behandle Jennifer nur mit Respekt. Genauso wie ihre Augen, ihre Kurven, die Art, wie sie sich wendet, wenn sie... Hey! Nun, dieser Idiot, der sie hat gehen lassen. Vor dieser Flasche habe ich keinen Respekt. Okay. Bist du etwa erkältet? Das ist eine Allergie. Ich könnte wetten, dass hier irgendwo ein Hund ist. Ein Hund? Ja, der blöde Köter wollte schon meine Gratisproben klauen. Was steht auf der Karte? Suppe. Nur Suppe? Und mehr. Mehr? Und was fällt unter die Kategorie mehr? Wir haben ganz falschen Hasen, hergestellt aus texturiertem Weizenprotein. Igitt, nein, danke. Und was fällt noch unter die Kategorie mehr? Da ist noch der Humburger. Gemacht aus geröstetem und gepresstem Humus. Gibt es hier auch richtiges Fleisch? Definiere richtig. Irgendwas Essbares. Ich traue mich kaum zu fragen. Was habt ihr noch für Nicht-Suppengerichte? Irgendwas Essbares? Nun, wir haben noch Erbsen-Leber-Sojakäse-Hotdog. Das ist neu, deshalb gibt's das gratis zum Probieren. Willst du ein? Ja. Wo sind die Gratisproben? Hier, ich bewahre sie hinter der Theke auf. Oh Gott. Wenn du kotzt, musst du es aufwischen, Memme. Ich krieg das einfach nicht runter. Nicht mein Problem. Wieso sind die Proben hinter der Theke? Ich kann sie nicht offen stehen lassen. Ein HUND streunt hier rum. Er versucht ständig, sie sich einzuverleiben. Dabei fällt schon mal das Tablett auf den Boden. Ein Hund? Moment, diese Proben lagen nicht etwa auf dem Boden, oder?
Himmel, McFly, keine Panik, sie sind frisch. Die meisten. Tja, die meisten. Ja, dann können wir bis jetzt... Bis bald. Richtig später. Moment. Ich richtig später. Da gab es eine Folge bei den Simpsons mal. Hey, da ist dieser räudige... Der... schnapp ihn dir, McFly! Und ich weiß jetzt natürlich nicht... Ah, natürlich ist er da hinten rein. Ob der... der Spruch jetzt von den Simpsons gekupfert ist oder die Simpsons den irgendwo abgekupfert haben. Aber ich glaube, den haben die Simpsons dann schon irgendwo mal mit reingebaut. Hier schnappen wir uns natürlich gleich einmal die Dose hier. Und gehen hier auf das Holzbrett drauf. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Na, schauen wir mal, ob wir den irgendwo finden. Kühlschrank. Bleib, wo du bist. Wo das auch sein mag. Da ist er. Keine Spur von ihm. Okay, der ist wieder raus. Aber dann links rein. Okay, den müssen wir also ein bisschen jetzt... McFly? Meine Sprühdose. Oh. Idiot. Oh. Ich dachte jetzt, das wäre zu einfach jetzt. Oh, jetzt kommt er wieder. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, wir gehen jetzt da nochmal rein. Und klicken da nicht einfach den Kühlschrank oder so an. Sondern wir müssen natürlich das Fleisch benutzen. Wo könnte er sich verstecken? So, weil wir das letzte Mal hier irgendwie hinter den Paletten war, würde ich ja mal sagen, die Hotdogs nehmen wir jetzt einfach mal für die Palette. Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Das können wir aber trotzdem irgendwie verwenden, oder? Die Hotdog-Proben? Kühlschrank? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Oder hinter den Tisch. Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. So, aber... Wenn jetzt sind die du hier, Aini? Oder wie du jetzt auch heißen magst. Ah, der ist natürlich keine immer woanders. Keine Spur von ihm. Der ist natürlich immer woanders. Kann ich da das irgendwie platzieren, dass wir den einfangen? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Der Streuner hinterlässt keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Der hinterlässt kein, ja. Gibt's vielleicht einen Tipp? Du wirst nie erraten, wo der Hund sich versteckt. Dafür ist er zu clever. Wenn der Hund noch, doch nur Spuren hinterlassen hätte, dann wüsstest du nicht. Ah! Nee, ups. Zurück zum Spiel. Wir nehmen jetzt die Sprühdose. Oder die Sprühdose und malen das Brett dann an. Und so wissen wir dann gleich, wo die Fußspuren sind. So, der Plan. Sprühfarbe. Dann machen wir das Brett dann mal blau. Blau würde es besser aussehen. Okay, das macht Sinn. Schmeißt ihr jetzt einfach in den Müll? What the heck? So, die Dose ist natürlich jetzt weg, Jennifer. Aber wenn wir da jetzt wieder über das Brett laufen, dann wissen wir schon mal, wo der sich versteckt. Und dann können wir mit den Häppchen ihn anlocken. So der Plan. Auch ein bisschen umständlich gemacht jetzt das da. Aber was willst du machen?
jetzt kommen wir ins Geschäft. Genau. Und jetzt wissen wir jetzt, wo er ist. Okay, denn der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Ach so. Da war ich wohl schlauer, was? Ach, sei doch nicht so einig. Ich will dir erst mal einen Hotdog geben, dass er bei mir bleibt. Guck mal, Aini, ich habe hier was für dich. Guter Junge, jetzt halt still. Siehst du, ich bin doch nicht so schlimm, oder? Oh, dann bist du wohl auf meiner Seite. Wenn es nur immer so einfach wäre.